Ja, ich habe wieder zwei Geschenke gekriegt und da mag ich natürlich Danke sagen und auch ein kurzes Video dazu machen. Das erste, was ich bekommen habe, das ist das da. Und das nennt sich das schrägste Dinosaurier-Kompendium, Dino Idiotica. Jo, also ich kann mir vorstellen, und wenn man sich das so anschaut, also das ist kein ernstgeweihtes Buch, sondern das ist ein Spaßbuch. Saufkopfos Datterrigios. Ja, oder Strauchelus Bratpfannix. Ja. Ja, danke schön auf jeden Fall. Wolfgang und Andreas sind die Autoren. Ja, genau. Ja, für dieses Buch. Da hinten sind sie, die zwei. Wie gesagt, danke schön für das Buch. Eine sehr lustige Idee. Ja, und das Zweite, was ich bekommen habe, das ist das hier. Ich kann den Namen nicht sagen, weil ich habe nur den Familiennamen drauf auf dem Kuvert und den sage ich ganz einfach nicht. Und ja, aber worum es dabei geht, Dankeschön dafür, nämlich auch für das kleine Teil, da redet man dann kurz drüber. Du hast mir Fotos geschickt von deinem EDC-Pack und von deinem Survival-Kit und hast mir auch Listen dazu erstellt, eben was du da so mit hast. Da ist zum Beispiel ein Foto von deinem Survival-Kit, hier das Survival-Kit und dann das EDC-Kit und solche Dinge. Ist cool, ist eine sehr, sehr, sehr nette Sache und ja, mag ich auch danke dafür sagen, was du da alles mit hast. Die Pinzette steht auch bei dir drauf, ja, auf das stehe ich ja auf jeden Fall und natürlich auch, was ist das Wichtigste beim Survival? Durchhalten, ja, das würde ich auch so unterschreiben. Dankeschön auf jeden Fall. Und hast da ganz nette Ausrüstung dabei. Ein kleiner Tipp nur, der Kompass, den du mir hier zeigst, der Kompass, das ist der, den man überall auf Amazon und dort überall bekommt, wo er halt, aber das sind die, das ist, du wirst keinen Spaß damit haben, außer es wäre ein originaler US-Kompass, aber so schaut er nicht aus. Kauf dir einen normalen Kartenkompass. Ist eine sinnvollere Variante, kann man genauso gut peilen und die Kartenarbeit ist viel einfacher. Gut, und dann, das hier habe ich auch geschenkt gekriegt, so eine Survival Card. Das ist auch sehr, sehr nett. Dankeschön dafür. Und bei mir ist es halt so, dass ich mit diesen Survival Karten ein, ja, Hassliebe, sagen wir es ganz einfach so. Weißt du, da ist ein Messer drauf und eine Säge und weißt du, ein Flaschenöffner und da kann man diese Sechskantschrauben aufmachen und da auch noch einmal und ja, eh. Und ein Flaschenöffner und das ist auf jeden Fall, es ist nicht scharf, das Messer, man kann damit schaben und das ist okay. Es ist auf jeden Fall besser als nichts. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Also wenn ich nur sage, ich habe meine Finger und kann mir aus Stein was herschlagen, dann nehme ich natürlich das hier und das ist sicherlich besser als nichts. Aber es hat doch einiges an Gewicht, ja, und so gut verarbeitet. Also ich glaube jetzt nicht, dass das bricht und auch die Säge geht eigentlich gar nicht so schlecht. Also man mag es kaum glauben. Viele sagen, das ist nur Müll. Also das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also die Säge, ich habe jetzt die nicht probiert, aber bei denen, die ich habe, und das schaut ziemlich ähnlich aus. Funktioniert das schon? Nur es hat halt schon ein gewisses Gewicht. Und da stelle ich die Frage in den Raum, ob man nicht ein Victorinox-Messer zum Beispiel oder ein Multitool, ich weiß schon, der eine oder andere wird mir jetzt wieder einen bösen Kommentar schreiben: Du sagst schon wieder Multitool, das wollen wir nicht. Ist einfach so. Ich habe halt immer ein Multitool dabei. Und wenn ich ein Victorinox-Messer, ein kleines Victorinox-Messer hernehme, dann habe ich auch eine Säge drauf, ich habe vielleicht sogar eine Schere, ich habe ein wirklich scharfes Messer da drauf, ein wirklich scharfes Messer. Ich habe die Pinzette, die jetzt da extra eingearbeitet ist, noch einmal zur Verfügung. Ich habe da drüben einen ganzen Pack voll unterschiedlichen Messer und auch ein Victorinox-Messer dabei. Also, das ist mir zumindest lieber als dieses Tool. Trotz alledem sage ich herzlichen Dank dafür, dass du es geschickt hast. Also, das soll jetzt keine Kritik sein, aber es soll nur Feedback auch für dich sein, weil du hast mir auf den Foto geschickt, was du dabei hast und da ist auch so ein Tool drinnen. Ich würde, ich sage das jetzt einfach einmal so, ich würde jetzt zum Beispiel eines von diesen Messern hier austauschen oder wenn das hier das Survival-Kit ist, dann würde ich das da austauschen und würde ein Victorinox-Messer mir kaufen und auch das austauschen und ein richtiges Victorinox-Messer und die Sache ist erledigt. Ist zumindest meine Meinung, aber ja,
als kleines Feedback. Ich sage danke, und wenn auch du mir was schicken willst, und dann mach das sehr, sehr gerne. Bitte kontaktiere mich aber im Vorfeld. Das wäre ganz, ganz fein, damit ich da die Adresse bekannt geben kann, wo du das Teil hinschicken kannst. Ich sage Dankeschön, mag dir um ein Abo bitten, ein paar andere Videos zum Anschauen. Danke an alle Schenker. Ja, freut mich immer wieder, wenn ich was kriege. Dein Reidi Rossmann, bis bald. Ciao.